Hi, hier ist wieder Maria mit vielen, vielen Tipps zum Thema Deutsch lernen. Heute wird es wieder sehr konkret. Ich möchte euch erzählen, wie man auf Deutsch einen Satz mit I like macht. Also auf Englisch I like, auf Deutsch gibt es mehrere Möglichkeiten. Und da kommt es darauf an, ob wir ein Verb haben oder ein Substantiv, also ein Nomen. Wenn ich sagen will, I like dancing, sage ich das auf Deutsch zum Beispiel, ich tanze gerne. Ich tanze gerne, ich koche gerne, ich lese gerne und so weiter. Also wenn wir ein Verb im Satz haben, benutzen wir am besten diese Konstruktion. Wenn ich sagen möchte, ich mag, ist das gleiche wie I like auf Englisch wieder. Ich mag abstrakte Kunst. Ich mag Death Metal. Ich mag Spaziergänge im Mondschein. Ich mag plus Substantiv und der ist dann in Akkusativ. Also ich mag wen oder was. Ich kann auch sagen, ich mag dich. Das bedeutet, I like you. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit und zwar, diese lässt sich gut mit Russisch oder Spanisch vergleichen. Auf Deutsch heißt es, mir gefällt etwas. Mir gefällt, danach kommt wieder ein Substantiv. Mir gefällt lesen, ist in diesem Fall groß geschrieben. Mir gefällt Fernsehen, mir gefällt schlafen und so weiter. Oder mir gefällt dein Kleid, mir gefällt dieser Badeanzug und so weiter. Die Konstruktion mit mir gefällt, also mir ist ein Dativ und mir gefällt, was ist der Nominativ? Also mir gefällt dein Badeanzug ist dann Nominativ. Wichtig zu wissen ist, dass es wirklich identisch ist mit Spanisch und mit Russisch. Das hilft vielleicht denjenigen von euch, die Spanisch oder Russisch verstehen. Auf Spanisch sagen wir me gusta. Also wir sagen auch nicht ich mag, wir sagen mir gefällt. Auf Russisch sagen wir mne нравится. Und diese Konstruktion existiert wirklich identisch in Deutsch. Mir gefällt etwas, mir gefällt dieses Sofa, mir gefällt deine Augenfarbe und so weiter. Wenn ich etwas im Plural habe, dann sage ich mir gefallen deine Augen, mir gefallen Strandspaziergänge und so weiter. Noch eine wichtige Sache ist, wenn es um Essen oder Trinken geht, gibt es das Verb schmecken. Ich sage also nicht, ich mag Bier. Ich sage, mir schmeckt Bier. Das ist dann 100% richtig auf Deutsch. Mir schmeckt Bier, mir schmeckt, also mir zum Beispiel schmeckt kein Bier, aber ja, in Deutschland ist es besser, den Satz zu kennen, ich mag Bier, ich mag Schokolade, ich mag Sushi und so weiter. Geht auch, aber mir schmeckt es einfach richtiger. Mir schmeckt Sushi, mir schmeckt Schokolade und so weiter. Und noch zuletzt das Wort lieben. Wir können ja auf Englisch bekanntlich sagen, I love your shirt. Und das ist in Englisch in Ordnung. Nur auf Deutsch, wenn wir sagen, ich liebe dein Hemd, dann müsste ich im nächsten Satz sagen, ich möchte dein Hemd heiraten oder so. Lieben ist sehr stark und hat mit Emotionen zu tun. Das heißt, ich kann eine Person lieben und das ist in Ordnung, auch von der Grammatik her. Aber ich kann auf Deutsch eigentlich nicht sagen, ich liebe Kartoffelsalat. Also das bedeutet wirklich, ich kann ohne Kartoffelsalat nicht leben. Deswegen mir schmeckt oder mir schmeckt etwas sehr gut, ist deutlich besser ausgedrückt als ich liebe Kartoffelsalat. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte drückt auf Like und teilt es und abonniert meinen Kanal. Dankeschön. Ciao.